Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Brick Studios. Und heute zeige ich euch das neue Shang-Chi-Set zu dem neuen Kinofilm, der neulich erschienen ist. Und ihr seht jetzt, das ist hier der Drache, nicht die Verfolgungsjagd. Die Verfolgungsjagd kommt nächste Woche. Seht ihr den Drachen. Und es gibt insgesamt 4 Minifiguren. Hier habe ich schon 2 hingelegt und 2 sind hier am Rande. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit den Figuren an und dann kommen wir zum eigentlichen Set. Die erste Figur ist hier die Schwester von Shang-Chi. Warte, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt. Kann ich euch gleich sagen. Also sie sollte Xi Wong oder Xi Wong, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber irgendwas mit Wong am Ende. Die ist halt die Schwester von Shang-Chi und hat hier die Rüstung von ihrer Mutter an, die sie ihr gegeben hat. Zweite Minifigur ist jetzt einmal der Death Dealer. Hat auch hat einen coolen Vorderprint, also leider kein Beinprint. Auch die Xi Wong hier hat kein Beinprint leider, aber er auch nicht. Aber zumindest hat er einen Rückprint, was hier nicht mal bei Marvel-Figuren selbstverständlich ist. Hier hinten hat er seinen Zopf und da hat er noch seine 2 Messer, die er noch in der Lego, die er noch dabei hat. Und ja, die dritte Minifigur wäre dann einmal hier Shang-Chi mit seinem Stab hier, mit dem er gerade gegen seinen Vater kämpft. Er hat auch die Rüstung seiner Mutter an und auch keine Beinbedruckung leider. Aber er hat zumindest ein doppelseitiges Gesicht, wie ich vergessen habe, die Xi Wong hat auch ein doppelseitiges Gesicht. Und der Highlight in diesem Set, der Vater von Shang-Chi und Xi Wong praktisch, mit seinen 10 Ringen, das sind doch 10, oder? Ja, genau, das sind 10. Das habe ich jetzt von beiden Sets, also einmal von der Verfolgungsjagd und einmal von diesen Drachen zusammengesetzt. Also hier waren einmal 7 mit dabei und hier einmal 3, genau. Also bei der Verfolgungsjagd. Das kommt, wie gesagt, nächste Woche raus. Und ja. Dann, leider kein doppelseitiges Gesicht, aber zumindest hier ein Rückprint und ein Beinprint vorne. Das ist nicht selbstverständlich. Und jetzt kommen wir gleich zum Set. Bleibt dran, wir sehen uns gleich. Das eigentliche Set an sich ist jetzt, wie gesagt, also eher was zum Displayen. Also es ist nicht so hart zum Spielen, weil hier kann man nicht viel spielen. Weil man hat nicht so viele Shang-Chi-Sets. Aber ich habe schon coole Mocs gesehen von Shang-Chi, wie zum Beispiel die Verfolgungsjagd, nur halt mit praktisch menschengroß, die war einfach größer als ein Mensch, das war richtig cool, solche Sachen halt, einzelne Szenen auch, da glaube ich, diese Schatzkammer, wurde auch umgesetzt, aber ja, also ihr seht, sowas würde ich eher in diese Richtung so in mein Regal reinlegen, also ich habe sowas in mein Regal reingelegt, und ja, wie ihr seht, ist unten so ein Stück Wasser. Und hier hinten auch noch der Schwanz vom Drachen, der sich halt so bewegen kann. Also ich finde, er ist besser als gedacht. Und ja, für 40 Euro ist es auf den Markt gekommen. Für knapp 4.000 Teile ist es gut. Und auch mit 4 Minifiguren ist es für 40 Euro ein richtig akzeptables Set. Könnte ich nicht so gut sagen bei der Verfolgungsjagd. Aber ja, hier seht ihr, gibt es verschiedene Gelenke. Also hier gibt es eins. Also hier gibt es eins, hier gibt es 2, um es halt besser zu verbinden. Hier nochmal 1 und hier dann nochmal 2. Und ja, es gibt richtig viele Aufkleber in diesem Set, was auch einer der größten Kritikpunkte daran ist. Aber ja, ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, bitte abonniert mich und lasst ein Like da. Falls ihr Vorschläge habt, bitte schreibt es in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin, ciao, ciao.